Hallo Survival-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen The Walking Dead 400 Tage DLC Add-on Bonus Mission Let's Play. Das ist mal ein langer Titel, ich glaube, der bekommt die Krone des längsten Titels überhaupt, zumindest hier auf meinem Tom Thompson Kanal. Gut, bevor ich mit der heutigen Ausgabe beginne, muss ich ein bisschen was loswerden, weil es passiert bei anderen, so ist es bei mir leider auch passiert. Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen und hat mir leider meine Tonspur von der zweiten Aufnahme kaputt gemacht. Da habe ich mich angehört wie R2-D2 zu seinen besten ungeölten Zeiten. Demzufolge die folgenden Szenen, die jetzt kommen, spiele ich nicht blind. Ich weiß schon, was passiert. Und ich wollte so ehrlich sein, euch das sagen. Nicht, dass ihr sagt, ja, du kommst hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie gelangweilt rüber oder sonst was. Demzufolge sage ich euch einfach von vornherein, woran wir sind. Ehrlichkeit siegt, sagt man zumindest so. Und ich will euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir machen mit der Folge mit Wade ein bisschen weiter. Oder Wayne? Whale? Wade? Wade. Nennen wir ihn einfach Wade. Genau. Und ich halte jetzt einfach mal meine Klappe. Machen wir einfach mal weiter, Leute, oder? Ab geht die Post. Ja, alles dreht sich hier so ein bisschen um die Tanke. Wumm, da sind wir schon durch. Wait. Tag 41. God, this is so fucked! Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it. It just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? Me? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit! Dude, how'd they catch up to us? Who gives a shit? Just... Yeah, rüber einziehen, rüber einziehen. Warte mal, die Scheinwerfer, die kennen wir doch. Kennt ihr die auch noch? Knarre. Knarre. Wackelt doch mal nicht so. Okay. Rechter Trigger zielen. Komm rüber. Vorbei. Der war drin. Der war auch drin. Treffer. Und weg ist er. Das dürfte Nate gewesen sein. Der ist vollkommen. Wyatt, talk words at me, man. Maybe they crashed? Ja, vielleicht hatten sie einen Unfall. Kein bisschen. Here, I'll turn off. Oh Gott. Der Motor hört sich auch richtig ungesund an. Aber am Öl kann es ja nicht liegen, ist ja keins drin. Es wird echt mal Zeit, dass wieder mal Ölwechsel gemacht wird. Mit unserem kleinen Hippie-Mobil hier. Mach die Funzel an! Bist du irre? Feel that look on me, man. I'm not being an asshole. I'm being smart. No lights, no, you know, they can't see us. Okay. Blood in my mouth. I don't think it's mine. I can't see a damn thing out here. Crashing into a cow ain't gonna help anything, man. Oh shit! I should watch out for cows. Cows! Why didn't I think of that? When's the last time you saw a cow, dude? Das okay, ist schon länger her. Don't barf just yet, okay? Please. This road is really straight. We'll be fine. At least slow down. What? Fuck no. Did you see that one guy's eyes, man? He's fucking gorked. I don't want that guy in my life, Wyatt. Gott, wie kann das so schief gehen? Is that some kind of dig at me? No, man. Just say. It's like, I just, why didn't they say anything? The guy's taking his shit over there. That's all they had to say. Did you mean to pull the trigger? I don't know. I was so keyed up, I just, damn it. Look, Wyatt, all I know is those guys had me all jacked up, like I was on speed or something. Mm-hmm. I was just on edge, you know? Mm-hmm. Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his head. Sorry, man. I. Danke fürs rausholen. Thanks for getting us out anyway. Gut. Ja, sieht echt gemütlich aus. Wie es aussieht, haben wir Glück. Hey. I will punch your eyes. See, it's fine. Road straight as my dick.
Think we're in the clear? Erzähl mir bitte nichts und ein Düdelüdü. Why not? All right, let's Tom Cruise out of here. Why is it that you never had a girlfriend again? There's more than one reason. See if there's still any sticky in the glove box. Du hast auch Sorgen, oder? Foggy. Oh my god, what? Shut up. Ja, gucken wir mal ins Handschuhfach. I don't see anything. Dude, it's in there. Nichts da. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my god, really? But is there any weed? Ich sehe nix. You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. You remember her? And she told me that when she was 5, I think, her dad took her to the circus side trip. We walked around for a while, saw the chick with two heads, saw a dude with lobster hands, some kind of monkey human with a dick for a face. I don't know. She also said there was a little girl in there the size of an apple, but I called bullshit on that one. Point is, she saw there was this guy standing in there, buck naked, and singing this weird... Are you even listening to me? Jo, jo. The guy ja, peed so on good. Her dad. Shit! Oh, oh, Mann, Mann! Oh. Holy was war shit, das? Dude. Holy shit. Did you get oh, a look? Hm? I think that was a guy. Wyatt, come on, man, say something. Was that a dude or not? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es war. Ich würde sagen, es war ein Zombie. Man, I don't know. It was too fast, man. Man, don't say that. You have to know. Dude, you have to. Wir wissen da auch nicht alles. Let's see if there's anything around the car. You know, anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just not. Gucken wir uns erstmal um, würde ich sagen. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? Dude, what's that on the broken side mirror? Was ist denn das auf der Windschutzscheibe zur Hölle? Fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah, damn. You think that blood on the windshield is fresh or rotten? Hier hängt, glaube ich, auch was shirt, dran. I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. What's that way out in the road? Was da drüben auf der Straße? Das hier? Is that the mirror from the car? Can't tell from here. Man, I'm really not seeing anything. Na, dann müssen wir aber... Na? Na? Look. Huh? Wyatt? Ja? It was a guy. Are you sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't fuck with Tiny Carlos, sure. Jesus. So what do we do? What do you mean, what do we do? We go out there. Ja, was ist mit dem Typen vom Truck? Weil der ist zwar abgekommen, oder könnte er wiederkommen? Man, fuck those guys! If that guy back there is alive, we have to help him, Wyatt. There ain't a lot of live dudes left these days. Wir können nicht die ganze Nacht hier bleiben. Out here all night. Out and back in. That's all I'm talking about. Raus und holen? Come on, man. This is stupid. We go out there, we check it out, we get moving. Beide? Both of us? I mean, I don't know. Me? I hit the fucking guy. One of us should stay here, though, in case. Hm, hört sich noch ein Plan an. Ist vernünftig. Okay. Well... Shit, okay. Here, we'll rock, paper, scissors for it. Bist du total bescheuert? Are you fucking serious? No! Come on, sitting here is making me nervous. Gut. I can't believe I'm doing this. Dann lass uns mal Ching Chong Chong spielen, ne? 2 seconds, it's over. Alright, 2 out of 3, right? Sure. Yup. 1, 2, 3, go. What the fuck, dude? Play the game, come on. Ich hab einfach mal erhalten. 1, 2, 3, go.
Pan. Okay. All right. One, two, three, go. Ah. Rock your scissors, dude. Eddie. Yeah, sorry. Got caught up. Son of a bitch. Hätten wir das gewonnen, hätte es den Erfolg gegeben. Nur mal so am Rande. Alright. I got this. Be careful, dude. Wir gehen spazieren. Was liegt hier rum? Can tell if it belonged to our guy or not. Wenn jetzt hier noch ein Auto kommt, dann wäre ein richtiges Problem. Das ist unser Außenspiegel, oder? Mal schauen. Thing is jacked. Should I take it? No, man. You gotta hurry up, dude. Ich kann nicht schneller. Rucksack. Was macht denn der hier mitten auf der Straße? Schau mal rein. Leise. Wir sind bestimmt nicht allein hier im Wald. It'd be great backpack if you could tell me if your owner was alive or not. Alright, I guess I'll just keep talking to myself out here, because that makes sense. What the fuck is taking so long? Hurry up! Ja, entschuldige. Ich kann hier nicht grölen durch die Gegend rennen. Oh, der Nebel. Du siehst, du hast Blut. Du siehst das, die Hand vor Augen nicht. Schau mal. Gucken wir uns mal ganz genau an. Und egal was, wir sind noch dabei. Davon ist jemand. Ist das ein Zombie? Schauen wir uns das nochmal an, aber ich glaube, das ist obvious. Nothing good's at the end of it. Ich weiß nicht wirklich, ob das. Hey man, you okay? Hallo. You need to answer me, man. If you're a dude, I don't want to shoot you. Wie geht's? Oh, shit. Are you okay? Sir? Can you hear me? Sag bitte was. Was ist denn hier? Man, this guy's a cop. Cop, please be okay. Please be okay. Eins kann ich euch auch schon mal sagen. Was jetzt? Wir sind nicht allein. Okay. Die Dialoge sind jedes Mal anders. Wir nehmen dich einfach mal mit. Mit durch das. Und tschüss. Okay. Bann ist gebrochen. Ja, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Nicht lange überlegen. Komm, komm, nicht lange überlegen. Wir helfen ihnen natürlich weiter. Fuck it. Alright, let's get your ass to the car. Okay. Wir sacken den an und ziehen ihn fleißig nach hinten. Das haben wir unser Leben lang nichts anderes gemacht hätten. Mann, bist du schwer. Von wegen Cops machen so viel Sport. Hat sich ausgesombiet. Jetzt warte zu dir. Komm mit, du kannst eigentlich mal ein bisschen helfen hier. Drück dich doch mal ein bisschen mit deinen Füßen ab. Nein, wir haben nichts dabei. Komm, auch mit dir. Jetzt aber, du weißt, wie es geht. Alle guten Dinge sind drei und dann sind wir auch schon ruckzuck da. Wir haben immer noch keinen Kaffee. Gott sei Dank, ich muss nicht richtig auf den Kopf zielen. Und weiter geht's. Ja, ich kann ja nicht schneller. Kannst ja aussteigen und mir helfen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Ja, komm, weiter, 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 Zombie. Okay, erledigt, nächster, kommt schon. Und hopp, und hopp. Oh. Taumelnder Zombie. Schon ist Ruhe. Komm, du. Kannst du mir was sagen? Erzähl mir doch mal ein bisschen was aus deinem Berufsleben. Der Typ vom Feld.
Ja. Eddie! Come help me, man! Hey! Er ist abgehauen! Er ist einfach abgehauen! Er ist abgehauen. Wir sind mitten im Wald. Und wir nehmen besser die Beine in die Hand. Puh. Der kannst du nicht einfach allein lassen. Wenigstens hat er uns nicht überfahren. Tag 400. We were right. There are survivors out here. Still alive? Oh, they're gonna be happy to get rescued. So how many are we talking about? Ja, ich glaube 5, oder? Around 5, I think. They left a note, so at least we know they want to be found. And I can see smoke in the distance. Probably a camp. I'm gonna try to make contact tonight. Great. Well, just be careful and use your best judgment. We're building a good community here, we want to keep it that way. Of course. Okay, klar. Das heißt, wir haben wieder eine neue Rolle jetzt übernommen. Jetzt beginnt die eigentliche Geschichte. Das alles davor war nur Intro. I found him. Holy shit! Good job. Everything okay? So far so good. I'm gonna try to talk to him. Wish me luck. Yeah, good luck. Be careful. Ein bisschen irre, mitten in der Wildnis ein Lagerfeuer anzumachen. Okay. Hey, don't you... Fitz! Don't fucking move! Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? Wir sind dem Rauch gefolgt. I follow the smoke. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because you have to tell the truth all the time doesn't mean everyone else does. If I didn't trust people, I'd be dead. I know that for sure. People can care about you if you let them. Like Leland cared when he let you run off alone. That's enough, Becca. I heard rumors about these places. This guy I was traveling with ditched me trying to find one on his own. He thought, you know what? Let's do this. She looks well fed, right? And clean? We could all use a meal and a hot shower. Hold up. We don't know what kind of people we're dealing with. I don't want to get stuck with some crazy asshole like Russell did. I walked away from that shit, Wyatt. And that dude was crazy from Jump Street. Look, we need people, plain and simple. You folks can decide if you want to come as a group, or split up, or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. Chell, why are we even listening to her? She's obviously lying. Even if she's not, I think it's better to just keep on the move. Staying in one place makes you an easy target. I don't care how safe you think it is. That truck stop was a death trap. It was right off the highway, for God's sake. No way you and a bunch of sick old people were gonna defend it. Das stimmt. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Well, why not, Russell? If they have food and medicine and... Yeah, medicine. Look. I don't trust her, Bonnie. Ich lüge dich nicht an. I'm not lying to you. How do we know that? You don't. You don't have to come, but we'd be happy to have you. Guys, trust me. We need to get to this place. Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Well, we turned out all genau. Right, didn't we? Wenn wir euch umbringen wollten, wäre das schon lange tot. I had a gun and snuck right up. Well, what's stopping you? Exactly. Nothing. Look, I know you guys are wary, and you have every right to be.
you don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. Mm-hmm. All I'm here to do is make an offer. You can come with me, or you can stay here. The choice is yours. So, mehr als fair. Who wants to come with me? Schauen wir doch mal. Sehr gut. Die erste Freiwillige. Yeah. I'm going. Okay, sind wir schon mal zu zweit? Komm, Dude, komm. Russell? Auch nicht. Becker? Ja? I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. Ja, vielleicht findet ihr da Menschen, die ihr kennt. That's what's keeping us alive. Some of you may have been separated from friends or family. It's a long shot, but there's a chance you could find them there. Have your people been through Statesboro? Yes, I think we have. Okay, but I swear to God, if you try anything, you're gonna regret it. Yeah, and if you're not lying, maybe Eddie will be there. We'll do everything we can to help you find your friends and family. But understand that I can't promise anything. We understand. I think we've all made up our minds. Well, okay. I guess we have our group. What do you want to do with these? Vergangene Zeiten? Es wird Zeit für einen Neuanfang. I know it is. How do we know this will work out? Einfach probieren. Ich gebe euch mein Wort. I give you my word. Weil unser Wort oder allgemein das Wort, das Vertrauen ist manchmal mehr wert als jeder Überzeugungsversuch. Gut. Und da sind wir leider auch schon durch. Diese Anzeige hier ist, würde ich mal behaupten wollen, verbuggt. Weil einfach immer genau 50%. Gut, es waren aber immer 50-50 Chancen. Aber ich glaube nicht, dass das genau aufgeht. Beim besten Willen nicht. Die Dialoge, kann ich euch mal sagen, so nebenbei, beim zweiten Mal spielen jetzt, sind abwechslungsreicher. Es ist ja nicht einfach so eine stupide Wiederholung. Klar, die Schlüsselszenen an sich sind gleich. Aber der Weg, wie du dahin kommst, ist komplett anders. Okay. Hier sind relativ viele mitgekommen. Der Dude ist dabei. Russell ist dabei. Jetzt habe ich schon den Namen vergessen von dem Typen rechts. Es geht schon los. Das muss ich auch sagen. Mir fehlt aktuell noch die Bindung. Die Bindung zu der Gruppe, was früher mit Lee und Clementine, da warst du sofort drin. Es war auch dieser Beschützerinstinkt, den man sofort hatte. Habe ich aktuell bei der Gruppe noch nicht, weil es einfach ja wirklich holter die Polter. Ging, wir machen mal weiter. Aber trotzdem muss ich sagen, 400 Microsoft Points für diese, ja, sagen wir mal so 2 Stunden Unterhaltung, kann man schon mal mitnehmen. Und macht richtig Lust auf mehr. Macht richtig Lust auf eine neue Geschichte. Die ganzen Zombies. Wie geht's weiter? Treffen wir Clementine wieder? Ich hoffe es einfach mal. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns leider gedulden, bis wirklich Staffel 2, nenne ich es einfach mal. Sie nennen es halt Episode, ich nenne es Staffel. Bis Staffel 2 kommt. Wann das Ganze kommen wird, kann ich euch noch nicht sagen. Es gibt keinen konkreten Release-Termin. Ja, vielleicht noch auf der 360, vielleicht auch schon auf der Xbox One, schauen wir mal, oder allgemein auf den Next Gen. Der Kollege hat hier auf jeden Fall ein Auge auf den Schraubenträger geworfen, wenn sie ihn glücklich macht, warum nicht? Und so kann man sehen, wie wichtig so eine Tankstelle ist, einfach, ja, das hätte nicht sein gemusst, beim besten Willen. Die zwei Leutchen da, die haben niemandem was getan, aber der Nate, durchgeknallt, wie er war, hat einfach alle abgeknallt. Ja.
Und es funktioniert. Mit Russell zum Beispiel, sich ab und zu mal was zu trauen, kann funktionieren. Solange man den richtigen Typen ja, an seiner Seite hat. Hat man leider nicht, aber wir haben wenigstens Stärke gezeigt und sind gegangen. Ja. Ist es der Polizist auf der Straße? Den sich Nate hier anschaut? Wir genießen mal das Outro komplett. Ja, das ist deiner. Schöne Zeiten. Lang, lang sind sie vorbei. Und da sind wir durch. Durch 400 Tage. Ja, ich hätte mir fast gewünscht, wären es wirklich 400 Tage gewesen. Gut, an dieser Stelle gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Diejenigen, die mit The Walking Dead noch nichts anfangen können, in der Playlist von The Walking Dead sind alle Episoden. Ich habe alle Episoden gespielt. Wir können ja auch nochmal hier reinschauen. Ist immer so ein bisschen im TV-Format, also immer knapp eine Stunde gehalten. Hier seht ihr, wir haben Episode 5, 4, 3, 2 und 1 haben wir alles gespielt. Und erfolgreich. Wir haben alle Erfolge, kann ich euch auch mal zeigen. Mit alles seine Ordnung hat. Erfolge. Gab 600 Gamescore-Punkte insgesamt, wir haben alles geholt. Und wie gesagt, diesen letzten, diesen Schnick-Schnack-Schnuck. Das ist, glaube ich, dieser hier. Warte mal, Freedom. Ja, wo ist er denn? Warte mal, ist das jetzt Episode 5 oder wie? Hey, Bud. Complete Episode 1. Er sortiert ein bisschen andersrum. Auch nicht schlecht. Richtige Person im Maisfeld. Ja, wo ist es denn? Out of... Irgendeiner von den beiden Erfolgen war das, glaube ich, hier. Aber das ist es auch nicht. Hier soll mal einer durchblicken. Gehen wir nochmal zurück. Gut. Auf jeden Fall, ihr seht, wir haben alle Erfolge auf jeden Fall drin. Und ich freue mich wirklich auf die zweite Staffel. Und ich hoffe wirklich, dass wir Clementine wiedersehen, damit wir einfach wissen, dass mit unserer Kleinen alles okay ist. Ja, wir haben ja leider... Ich will euch nicht spoilern. Na, ich möchte nur wissen, ob Clementine okay ist. Gut, an dieser Stelle, ich hoffe, euch haben die letzten zwei kleinen Mini-Episoden hier gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, ja, wie gesagt, für euren Support und ich hoffe, bis bald, wenn es wieder heißt The Walking Dead. Bei euch, bei eurem Tom. Genau, und ich klinge mich jetzt aus. Ich gehe noch meine Schrotflinte putzen, weil früher oder später ziehen wir wieder durch die Welt und hoffen, Überlebende zu finden und vor allem eine Gruppe, auf die wir uns endlich mal verlassen können, oder? Das ist doch meine Ansage hier. Gut, ich bin jetzt weg. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Tom.